Herzlich willkommen in der besten DDR aller Zeiten. Vom Staat persönlich abgestimmte Demokratie. Ganz herzlich für Sie und persönlich. Ja, wundervoll. Unsere neue Stasi-Mitarbeiterin Frau Nancy Faeser hat gestern zum Verbot des Magazins Kompakt von Jürgen Elsässer ein Statement abgegeben. Hören wir mal rein. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompakt-Magazin verboten. Werte Genossin, richtig so, richtig so. Andersdenkende verbietet man in einer Demokratie. Richtig gemacht, super Faeser. Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Ah, Wertgenossin, mal ganz ehrlich, sind Sie es nicht und der Staat, der diese gesellschaftliche Ordnung in den letzten Jahren am Zerstören ist? Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Oh, Genossin, doch nicht wieder diese Nazi-Keule, Anti-Schwurbler, Schwurbler-Querdenker und Sonstiges. Deswegen ist unser Verbot ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus. Dieser harte Schlag geht gegen Sie selbst, nur gegen Sie selbst, ja, 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 ja. Und wenn ich an Ihrer Stelle wäre, Frau Stasi-Mitarbeiterin Faeser, dann würde ich, liebe Genossin, einfach den Rücktritt jetzt mal antreten und vor lauter Scham im Boden versinken. Aber so viel Anstand besitzen Sie ja nicht. Unser Rechtsstaat schützt all diejenigen, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder auch wegen ihrer demokratischen Haltung angefeindet werden. Ja, aber Moment mal, ganz kurz, wenn Sie die Leute tatsächlich schützen würden, ja, das sind ja dann diese Schwurbler, Querdenker, das sind ja die Leute, die sind für die Demokratie auf die Straße gegangen, wissen Sie noch, mit Grundgesetz und all diesen Dingen. Also eigentlich müssten Sie ja die schützen. Und irgendwie haben Sie das jetzt verwechselt. Jetzt schützen Sie Messerstecher, Menschen, die irgendwie die Treppe runter, Leute runtertreten, die schützen Sie jetzt. Vergewaltiger oder egal was, Messerstecher, das ist ja das ganz neue Modetrend in Deutschland, ne? Den gab's früher nicht. Wissen Sie, ich gehöre zu dieser Altersklasse. Ich kann davon berichten. Ich bin Zeitzeugin. Ich konnte noch ins Freibad gehen. Ja, ich konnte ins Freibad gehen, ohne dass meine Eltern Angst hatten und zittern mussten um mein Leben. Wir lassen nicht zu, dass ethnisch definiert wird, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Ich danke den Sicherheitsbehörden im Bund und den beteiligten Ländern für diese konsequente Maßnahme im Kampf gegen Rechtsextremismus. Herr Elsässer, was sagen Sie denn dazu? Also der Staat versucht hier wirklich Tabula Rasa zu machen, um ein erfolgreiches Medienprojekt zu verbieten. Einzig und allein aus dem Grund, weil dieses Medienprojekt für die Herrschenden gefährlich wurde und nicht aus strafrechtlichen Gründen, denn Kompakt wurde noch nie strafrechtlich verurteilt. In 14 Jahren Existenz gab es keine einzige Verurteilung wegen irgendwas wie Volksverhetzung, Rassismus, Antisemitismus, Aufruf zur Gewalt, niemals. Und dann jetzt diese Maßnahme Knallauffall aus dem Kalten heraus sozusagen, das ist typisch Nancy Faeser, das ist typisch Faschismus. Ja, wie ich finde, klare und passende Worte. Ganz genau, Frau Faeser. Das ist Faschismus. Das ist Diktatur. Das ist die Einschränkung der Redefreiheit. Das ist die Einschränkung und Abschaffung der Meinungsfreiheit. Sie sind Stasi 2.0. Und das wissen Sie auch. Und Sie haben sich jetzt gerade wirklich einen wunderbaren Sargnagel in Ihren zukünftigen politischen Sarg gezimmert. Rücktritt. Den Faschismus geben würde. Ein Verbot der rechtsextremen Zeitschrift Kompakt erlassen. 50 Beamte schätzungsweise reingekommen, ganze Haus ist besetzt, alles wird beschlagnahmt, die Computer, die Handys, alle papierenden Unterlagen, die Firmenwagen wurden schon abtransportiert. Ja, stellen Sie sich vor, in der besten Demokratie aller Zeiten. Es klingelt morgens an Ihrer Tür, es ist 6 Uhr und plötzlich stehen 50 vermummte Polizeibeamte vor Ihrer Tür und stürmen Ihr Haus. Herzlich willkommen in der DDR!
Ja, und hier sieht man, wie die beste Polizei der DDR rechtsextreme Stühle und Tische abtransportiert. Wann genau war der Zeitpunkt, ab wann diese Polizei in Deutschland so unendlich peinlich geworden ist? Zur Pressefreiheit sind auch Meinung und Presse am äußersten Rand, auch finsterste Aussagen, Meinungen, Ideen geschützt. Deshalb kann man ein Medienunternehmen natürlich nicht einfach so verbieten. Ja, ganz genau. Das darf man eigentlich nicht. Artikel 5 des Grundgesetzes, die freie Meinungsäußerung. Und was macht man dann in der besten Demokratie aller Zeiten in der neuen DDR? Naja, man nimmt einfach das Vereinsrecht her. Ja, so einfach. Aber das Bundesinnenministerium wendet das Instrument und ein Instrument der wehrhaften Demokratie an, das Vereinsverbot. Das heißt ganz konkret für diesen Fall, ein Medienunternehmen kann verboten werden, weil auch die Meinungs- und Pressefreiheit nicht grenzenlos ist, wie kein Grundrecht grenzenlos ist. Aber selbstverständlich hat die Pressefreiheit, die Meinungsäußerung, ihre Grenzen, und zwar die Grenzen bestimmt der Staat. Und wenn Sie eine GmbH von Herrn Elsässer nicht irgendwie anderweitig verbieten können, na ja, dann machen Sie einfach das Vereinsrecht raus. Dann nehmen Sie das Vereinsrecht. Danach geht das ja. Naja, dann wird eine GmbH mal eben zu einem Verein erklärt. Super Feser, clever. Aber es muss nachgewiesen werden, dass dieses Medienorgan aktiv kämpferisch gegen unsere Demokratie, gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht. Und genau das will das Bundesinnenministerium tun und hat es getan auf 79 Seiten. Ob das Bestand hat, wird sich zeigen. Was hat das jetzt erstmal für konkrete Folgen? Was das für konkrete Folgen hat, es ist ganz einfach. Ihre Demokratie wurde leider abgeschafft. Herzlich willkommen in der DDR. Es hat ganz konkrete Folgen, nicht direkt fürs Magazin, sondern vor allem für die dahinterliegenden Unternehmen, die das Magazin und die Videoplattform betreiben. Es hat drei konkrete Folgen. Einmal wird das Vermögen, das Geld dieser Unternehmen eingezogen. Ja, wie praktisch, nicht wahr? Man räumt mal eben die Redaktionen aus, beschlagnahmt Computer, Fahrzeuge, ja sogar das gesamte Firmenvermögen. Ja, und jetzt sprechen Sie mir bitte nach. Wir leben in der besten Demokratie. Die zweite Folge ist auch ganz praktisch und konkret. Das Magazin, die Videoplattform, der Shop können nicht weiter betrieben werden, nicht weiter veröffentlicht werden. Und auch die Symbole sind schon auf der Liste der verbotenen Kennzeichnungen, können nicht weiter verwendet werden. Compact hat das Logo, ein roter Hintergrund mit einem weißen C. Auch das wurde bereits verboten. Ich bitte Sie, dass der Buchstabe X darf nicht mehr benutzt werden, der Buchstabe Z darf nicht mehr benutzt werden, der Buchstabe A darf nicht mehr benutzt werden und das H auf keinen Fall. Sie dürfen auch die Zahl 8 nicht mehr benutzen und die 88, die geht gar nicht mehr. Und Sie dürfen auch kein Doppel-S benutzen, also SS ist nicht erlaubt. Also bitte, halten Sie sich da dran, ne? Sie sind doch Demokraten. Und die dritte Folge ist auch ganz konkret und ganz entscheidend. Es kann keine Ersatzorganisation, keine Folgeorganisation gegründet werden. Also man kann nicht unter einer ähnlichen Flagge jetzt einfach das Gleiche weiter verbreiten. Und wer das nicht befolgt, wer sich dem Verbot widersetzt, dem droht ein Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe. Ist denn bei diesem Verbot jetzt schon das letzte Wort gesprochen oder kann Herr Elsässer da noch Rechtsmittel ein? Hier wird wirklich nochmal Neuland betreten und es ist spannend zu sehen, wie die obersten Gerichte im Fall Compact entscheiden werden. Danke, Sarah, für die juristische Einschätzung. Das Verbot, das heute von der Bundesinnenministerin erlassen wurde. Also auf jeden Fall ist dieses Verbot gegen unsere Firma, gegen unser Magazin ein Punkt, der die Kriminalität der Ampelregierung und insbesondere von Frau Faeser offensichtlich macht. Das heißt, insbesondere diese Frau macht sich faschistische Methoden zu eigen und wird das politisch nicht mehr lange überleben. Diese Frau zieht so viel Kritik auf sich, dass sie fallen wird und Compact wird wiedererstellt. Ja, und genau so wird es sein. Und die Regierung,
die hat sich hier richtig nackig gemacht. Und nochmals und nochmals und nochmals zu Corona-Zeiten hat dieses System bereits gezeigt, was es drauf hat, wie weit der Faschismus in Deutschland vorangeschritten ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man heutzutage so etwas macht, wie eine Zeitung oder egal was, ein Medium, einfach mir nichts, dir nichts verbieten kann, dann frage ich sie, wie demokratisch kann dieses Land eigentlich noch sein? Diese Regierung ist kriminell und das unterschreibe ich auch, Herr Elsässer, ist das vollkommen richtig. Diese Regierung ist kriminell. Und das ist der Grund, warum Leute wie ich und viele andere seit Jahren dagegen ankämpfen. Wir sind dafür da, damit die Demokratie überhaupt erstmal wieder hergestellt wird. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie leben nicht mehr in einer Demokratie. Schon lange, lange nicht mehr. Ja, Sie können so schön Fahrrad fahren. Ja, auch in einer Diktatur ist es toll, an der Nordsee mit dem Fahrrad auf dem Deich lang zu fahren. Ja, und Sie können auch Sonstiges machen. Sie können auch ins Schwimmbad gehen. Ach nein, das ist jetzt nicht mehr so schön. Aber egal, Sie werden noch richtig böse, böse auf dem Boden aufknallen, wenn Sie endlich begriffen haben, dass Leute wie ich und viele andere keine Nazis sind, sondern wir sind die Verfechter der Demokratie, eindeutig. Und das hat auch ein großes Teil dieses Landes bereits verstanden. Und diese Leute werden sicherlich eine andere Partei wählen als die Ampelparteien. Und das ist der einzige Weg, um überhaupt eine Demokratie wiederherstellen zu können. Denn die wurde abgeschafft. Nur sie haben es leider noch nicht gemerkt. Und wissen Sie, wer Ihnen, wenn Sie alt sind, den Hintern abputzen wird? Schauen wir mal, die Dame hier. Ich habe so ein Ohrwurm. Kennt ihr dieses Danger Dan Lied? Dieses, es ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Da gibt es diese eine Zeile drin, in der er singt, Jürgen Elsässer ist Antisemit. Und dieser Jürgen Elsässer, das ist der Dude hier, dieses Bild ging heute überall durch die Medien. Und der ist Herausgeber des Compact-Magazins. Das ist ein rechtsextremes, ekelhaftes, lügen-schreckliches Magazin, was ganz, ganz viel menschenverachtendes Gedanken verbreitet. Und das wurde heute verboten. Heute ist ein guter Tag. So sieht wehrhafte Demokratie aus. Ja, auch diese kleine Rotznase hat es noch immer nicht verstanden. Auch sie kurbelt munter weiter fleißig den Faschismus an. Ja, genauso wie sie. Ja, und da sie es ja immer noch nicht verstanden haben, ihre Kinder durften zur Corona-Zeit nichts mehr machen und sie haben sich Spritzen in den Arm jagen lassen, vom Staat beauftragt. Ja, dann muss ich ehrlich sagen, ja, dann sind sie vielleicht gar nicht an einer Demokratie interessiert, weil wenn sie den Faschismus als Demokratie verkaufen können, dann ist es um sie geschehen anscheinend. Denn dann muss ich sagen, dann sind sie kein Demokrat, dann sind sie einfach ganz banal ein Faschist. Ja, denn wenn Leute wie ich seit Jahren bekämpft werden, Leute, die für die Demokratie einstehen, dann müssen sie sich langsam mal fragen, vielleicht sind sie ja die Faschisten. Und ich glaube auch nicht, dass sie es einfach nicht merken. Ich glaube, dass sie Gefallen daran finden, einfach Faschisten zu sein. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist eine freie Meinungsäußerung. Artikel 5, Sie wissen schon, Grundgesetz. Wenn ich morgen nicht mehr da bin, vielleicht hat mich der Staat und die Stasi, Frau Faeser, verboten, abgeholt oder Sonstiges. Also in diesem Sinne, viel Spaß in Ihrer DDR, ne? Tschüss! Also auf jeden Fall ist dieses Verbot gegen unsere Firma, gegen unser Magazin, ein Punkt, der die Kriminalität der Ampelregierung und insbesondere von Frau Faeser offensichtlich.